Hause, bring mich nach Hause. '77 geboren im Kino, läuft der erste Rocky. Der Kölner SC wird deutscher Meister im Eishockey. '79 die Sowjets überfallen Afghanistan und Jody Scheckter wird Ferrari zum Sieg fahren. 1980 Militärputsch in Liberia. Viele Menschen sterben beim Volksaufstand in Südkorea. Und '82 kommt E.T. auf die Leinwand. Die Kassen klingeln von L.A. bis ins Rheinland. '84 entdeckt man das HIV und die Discovery ist unterwegs im Weltraum. Die NDW rockt die Clubs immer mehr und die Jahrtausendwende rückt ein bisschen näher. Der Countdown läuft, Bälle, halt dir fest, wenn die ganze Menschheit das Jahrtausend verlässt. Armageddon oder Weltfrieden, das Jahr 2000, bring mich nach Hause, bring mich nach Hause. Der Countdown läuft, Bälle, halt dir fest, wenn die ganze Menschheit das Jahrtausend verlässt. Armageddon oder Weltfrieden, das Jahr 2000, bring mich nach Hause, bring mich nach Hause. '85 Live Aid Konzert für Afrika und Boris Becker wird mit 17 zum Tennisstar. '86 explodiert die Challenger, ein Jahr später feuert Köln Toni Schumacher. '88 gibt's einen Atommüllskandal und Steffi Graf schafft den Grand Slam zum ersten und zum letzten Mal. Bremen wird Meister, die Kids spielen Computer, noch ohne Ronaldo, Rivaldo, Preetz oder Batistuta. '89 Ceausescu hingerichtet, DDR öffnet Grenzen, Bild berichtet. Greg LeMond gewinnt die Tour de France nur sehr schwer und die Jahrtausendwende rückt ein bisschen näher. Der Countdown läuft, Baby, halt dich fest, wenn die ganze Menschheit das Jahrtausend verlässt. Armageddon oder Weltfrieden, das Jahr 2000, bring mich nach Hause, bring mich nach Hause. Der Countdown läuft, Baby, halt dich fest, wenn die ganze Menschheit das Jahrtausend verlässt. Armageddon oder Weltfrieden, das Jahr 2000, bring mich nach Hause, bring mich nach Hause. '90 vereinigt sich Deutschland wieder und das Team von Kaiser Franz wird in Rom WM-Sieger. '91 Saddam verliert den Golfkrieg und Michael Stich holt in Wimbledon den Sieg. '95 kommt O.J. Simpson wieder frei und zwei Jahre später stirbt Lady Di. Die Männerwelt freut sich über Natascha Kinski und Clinton '98 über die Dienste von Lewinsky. '99 in Kosovo rollen Panzer, SPDs Gerhard Schröder ist Bundeskanzler. Es ist so viel passiert und es geschieht noch viel mehr und das Millennium rückt näher und näher. Die Bibel nennt dieses Ereignis Armageddon, das Ende aller Tage. Der Countdown läuft, Baby, halt dich fest, wenn die ganze Menschheit das Jahrtausend verlässt. Armageddon oder Weltfrieden, das Jahr 2000, bring mich nach Hause, bring mich nach Hause. Der Countdown läuft, Baby, halt dich fest, wenn die ganze Menschheit das Jahrtausend verlässt. Armageddon oder Weltfrieden, das Jahr 2000, bring mich nach Hause, bring mich nach Hause.